So, hallo liebe Zuseher von CryptoTV am Handy-Display, Monitor und so weiter. Ihr wisst schon, wo immer wieder schaut. Herzlich willkommen nach längerer Pause auch dem vertrottelten und korrupten Österreich. Wir stehen hier einmal mehr, der Roman hält's fest, nachdem er wieder aus der Haft entlassen worden ist, vor dem Landesverwaltungsgericht. Da werden wir heute im dritten oder vierten Akt jenen wenig ruhmreichen 9. Jänner 2022, wo es zu dieser Polizeieskalation am Mozartplatz, der Roman wird ein Video dazu verlinken, gekommen ist. Der ist bereits hier am Landesverwaltungsgericht im Falle von unserem wackeren Mitstreiter und Wien-Fastengänger, dem Max, bearbeitet worden, hat sogar bis in die Kronenzeitung geschafft. Der Roman hat letzthin, und er wird auch dieses Video verlinken, hier eine Verhandlung gehabt, wo ich als Kibitz-Zeuge da war, letztendlich dann nur als Zeuge, weil Zeuge und Kibitz gleichzeitig natürlich nicht gingen. Anstatt diese Verhandlung, wo der Roman und ich derselben üblen Taten bezichtigt wurden, gemeinsam zu machen, macht man das auf Kosten der Steuerzahler getrennt. Das heißt, man hat Romans Beschwerde inzwischen stattgegeben. Heute verhandelt man gegen mich. Warum das passiert, wo man doch theoretisch schon eine Stattgebung vollzogen hat, ist mir persönlich nicht klar. Mir ist aber auch natürlich in dieser Wahldemokratie die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr klar, wo ein Burgschauspieler, also jemand aus der woken, linken, politisch guten Richtung, lediglich ein digitales Delikt begangen hat, wenn er 58.000 kinderpornografische Dateien auf seinem PC hat. Und ich verstehe noch viel weniger, warum man den Roman zweifach inhaftiert hat, während beim Herrn Teichmeister 110 Gramm Kokain gebunkert in der Matratze lediglich ein Kavaliersdelikt und ein Eigenbedarfsdelikt gesehen ist. Also wie gesagt, das zeigt einmal mehr, wo wir justiztechnisch in diesem Land stehen. Wir stehen übrigens wieder unter dem inzwischen vom Schnee bedeckten Adler der Bananenrepublik Österreich, Bundesrepublik Österreich, der dem geneigten Besucher bzw. dem Geladenen dann wieder auf den Kopf kackt. Schlechtes Omen, macht aber nichts. Man sieht, er ist heute nicht nur pink, sondern er ist heute auch ein bisschen schneebedeckt. Das liegt daran, dass die Klimaerwärmung wieder voll zugeschlagen hat. Ich bin, glaube ich, heute schon über 3 Klimakleber drüber gefahren. Sie waren zugeschneit, ich habe sie nicht gesehen. Letzteres war jetzt bitte, bevor die Justiz wieder gegen mich ermittelt anfängt, ein Scherz. Ich habe niemanden über den Haufen gefahren. Man ermittelt ja auch noch an anderen Fronten gegen mich, also deswegen muss man das vielleicht dazu sagen. Ja, wie gesagt, wir werden hier heute den 9. Jänner 2022, ein gutes Jahr später, zur Erklärung, wir haben heute den 23. Jänner 2023. Das heißt, wir befinden uns im inzwischen vollen 34. Monat des Irrsinns. Aufarbeiten, wie gesagt, es gibt kein Beweismaterial, die Zeugenaussagen sind unterschiedlich. Der Roman und ich haben einst, als wir diese Anzeige bekommen haben, auf dem Postwege gemeinschaftlich einen Einspruch erhoben, der ist sehr schnell lapidar abgetan worden. Man ist auf die Einspruchsangaben von uns nicht eingegangen. Wir haben dann zeitgleich Beschwerde eingereicht, die ist beim Roman sehr schnell abgelehnt worden. Das heißt, man hat ihm die mündliche Verhandlung eigentlich verwehrt. Auch sehr interessant, nachdem man ja meinem laienhaften Rechtsverständnis nach als Beschuldigter das Recht hat, angehört zu werden in einem Rechtsstaat. Man hat sich dann kurzweilig doch anders entschieden. Ich war dann am 8. November, der Roman hat da wie gesagt ein Video gemacht, er wird es verlinken, zugegen, um da als Zeuge zu fungieren. Ja, was soll man sagen? Das unglaublich Schöne ist, auf meine Beschwerde ist bis zum heutigen Tage nicht reagiert worden. Der Roman hat dann irgendwann eine Ladung bekommen als Zeuge und hat mich informiert, dass es eine Verhandlung gibt. Eine Woche drauf wurde ich dann von meiner Rechtsvertretung informiert. Deswegen bin ich heute hier und wir haben jetzt dann das große Vergnügen zu schauen, wie der weitere Akt dieses Dramas weitergeht.
Ja, und für alle, die sich fragen, warum ich im Schnee stehe und mich des winterlichen Wetters nicht freue, vielleicht einfach einmal an vor die 104 PR-Berater unseres Kanklers fragen, für die der geneigte Österreicher im Jahr nur knapp 6 Millionen Steuergeld ablegt, aber das ist in Zeiten der Teuerung ja kein Problem. In Zukunft einfach ein paar Insekten essen, dann wird es schon. Und ganz wichtig natürlich noch, weil wir unter einem pinken Adler stehen und wir natürlich auch im Schatten der Justiz politisch korrekt sein wollen, nicht vergessen das wichtige Banner mit der tollen Parole: Krieg beenden, Panzer senden. Ja, soweit sind wir inzwischen in diesem korrupten und verdrottelten Land. Mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, doch, vielleicht, dass wir jetzt bald den Februar haben. Also wir sind ja mitten im Fasching, das ganze Jahr in dieser komischen Republik. Und da ist es ja jetzt dann so, dass mit Februar nicht nur der Fasching sein Highlight erlebt, sondern wir dann auch ein Jahr Sanktionen gegen Russland haben. Also Daumen hoch allen guten Menschen. Man hat kein einziges Menschenleben gerettet, man hat kein Haus vor einer Bombardierung geschützt, man hat keine einzige Drohne verhindert, aber man hat viel Elend gebracht und die Waffenlobby und ein paar andere Drahtzieher im Hintergrund verdienen. Aber wie gesagt, alles gut, alles schön, und insofern hätte ich gesagt, schauen wir mal an, was heute da diese Verhandlung bringt. Nachdem das Wetter zugegebenerweise, wie gesagt, ja, ich sage einmal, weiß ist und irgendwie nicht so toll ist, werden sich der Roman und ich jetzt noch in das nahegelegene Halle-Café auf einen Kaffee oder einen Cola oder einen Red Bull setzen, um mit einem aufgeweckten Geist der heutigen Fortsetzung der Farce hier im Rechtsstaat Österreich beiwohnen zu können. Also der Roman als geladener Zeuge, ich als Beschuldigter. Wir werden mal schauen, was rauskommt. In diesem Sinne, bis später. So, da stehen jetzt lauter glücklich grinsende Gesichter unterm kackenden Adler. Der Schnee ist immer noch nicht weg, die Klimakleber werden keine Freude haben. Die können sie jetzt im Schnee anpicken. Man hat recht gesprochen in der Bananenrepublik, in der Wahldemokratie. Es ist meiner Beschwerde stattgegeben worden, das Urteil ist sofort mündlich verkündet worden. Die Polizei hat einmal mehr das Beweisvideo, das beim Roman nicht mehr verfügbar war, jetzt plötzlich, weil es nicht strafrechtlich relevant genug war, vorgezeigt. Das heißt, Video gibt's keins. Es ist ein klassisches Urteil in dubio pro reum. Damit ist der 9. Jänner 2022, der ja für den Max, den Roman und mich schon Folgen hatte, nahezu vorbei. Der Mario wird jetzt eventuell eine Neuaufrollung des Verfahrens anstreben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann werden wir da vielleicht hoffentlich noch einen weiteren Freispruch rückwirkender wirken, und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Für etwaige Fragen wenden Sie sich an einen der 104 PR-Berater des Herrn Kanklers und verschwenden Sie weiterhin Steuergeld für die Solidarität. In diesem Sinne, danke fürs Schauen. Das Video darf geteilt werden. Es ist ja mal eine positive Botschaft. Ihr wisst schon, wenn andere Koks ohne Anzeige haben dürfen, ist einmal schön, wenn ihr mal keine Anzeige habt und noch rechts gesprochen wird. In diesem Sinne, schneidet die Matratze auf, zieht euch einen Schnee ein, er liegt rum. Anzeige gibt's keine. Der Roman würde sagen, gehabt euch wohl. Danke fürs Schauen an die Seher von CryptoTV und allen anderen alles Gute im verdrottelten, korrupten Österreich. Danke. Victory! Das war ein langes Foto.